Die Ruhe vor dem Sturm, das Schweigen des Labors. Nee, es ist der Pausenbildschirm. Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Ich habe natürlich den letzten Part in einem extrem epischen Moment gebrochen, weil er einfach zu lang schon wurde. Und jetzt sehe ich hier gerade Analyse des Geschehens. Wir jetzt stehen vor Labors. Ich habe fast volle AP gehabt. MP sind hier leider nur 2 bei Chrono. Aber jetzt habe ich hier von Labors eine Attacke reingedrückt bekommen. Und wie man unten sieht, sind sie mal eben alle gestorben. Bis auf Chrono, der überlebt scheinbar mit 2 LP und weiter. Im Geschehen werden wir jetzt. Und los geht's. Attackieren noch. Bam! Chaoszone. Toll. Da, was zum? Das ist der Prophet. Darauf habe ich lange gewartet. War klar, es war so klar, dass das Magus ist. Hallo, das habe ich im letzten Part noch gesagt, dass darunter der Kapuze Magus sein könnte. Das war sowas von... Es war, ach, das war so klar. Ich habe auf dich gewartet, Labors. Vor langer Zeit schwor ich, dich zu zerstören. Und zwar um jeden Preis. Okay, das ist neu. Das ist ganz neu. Zeit, diesen Schwur zu erfüllen. Fühle meinen Zorn, Labors. Was glaubt ihr, könnt ihr tun? Ein falscher Prophet. Du bist des großen Labors Frühstück. Mutter, bitte hör auf. Diese Macht kann nur in Zerstörung enden. Geh da weg, Schala. Die allmächtige Lebenskraft von Labors lebt in uns allen. Du, auch du bist ein Teil von mir. Du kannst das Schicksal nicht ändern. Also widersetz dich mir. Und ich vernichte auch dich. Klar? Hilfe! Komm, Prophet. Fühle Labors Macht. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich muss das mal eben nach oben machen. Guck, da unten ist Magnus, der fiese Zauberer, der bisher als Bösewicht galt, den ich sogar besiegt habe. Und oben die Königin, die jetzt scheinbar die böse Rolle einnimmt. Wobei wir das schon vorher wussten, aber jetzt irgendwie sind die Rollen vertauscht. Meine Kraft wird mir entzogen. Ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe die Dunkelheit überlebt, um dich zu besiegen, Labors. Nimm das, Labors. Bam. Was? Es geht nicht. Alter Narr, deine mickrige Kraft ist ein Mückenstich für Labors. Hier, von mir für dich, als Geschenk. Du wirst ewiges Leben genießen und als Teil von Labors existieren. Königlich. Kannst du dich bewegen, Chrono? Bitte hilf Schala, so hilf ihr. Seid ihr okay? Es scheint, wir werden alle... Oh, oh, oh. Ich bin da. Nein, sie werden alle angesogen. Schala, geht es dir gut? Chrono, wir müssen Schala nicht hergeben. Bitte flieh, Chrono. Menschen sind nicht fähig, ihn zu besiegen. Aha, du bist also Chrono. Warum tust du nicht, was Schala sagt, und rennst weg, um dein Leben schreiend?
Ist es dir etwa nichts wert? Das Leben, meine ich. Königlich. Bitte flieh! Krono! Menschen sind nicht fähig, ihn zu besiegen. Aha. Du bist Krono. Die Wissenschaft hat also ihre Grenzen. Oh Mann. Und Magnus, was ist das der? Magus, nicht Magnus. Schala, geht es dir gut? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Er ist scheinbar doch ein Guter und mich beschleicht der Gedanke, dass er vielleicht das sechste Mitglied in meiner Truppe werden könnte. Also das sind nur Spekulationen. Vielleicht werde ich auch nie mehr ins Tageslicht kommen und werde jetzt besiegt. Immer noch nicht genug. Was erhofft ihr euch zu tun? Lavas mit euren verbeulten Körpern herauszufordern. Sieht Lavas Macht und fühlt seinen Zorn. Energie. Gewitter. Hör auf, Krono. Krono! Oh nein. Was passiert? Nein, Krono, er verschwindet. Krono! Krono! Wo ist er hingekommen? Was ist mit ihm passiert? Das ist Schala. Das ist Magnus. Magus. Das ist Marlo und Luca. Aber wo ist Kronos? Ich kann nicht. Nicht schlagen. Lavas, du Verdammter. Krono, wo ist Krono? Nein! Krono, ich konnte nichts für dich tun. Die verbleibende Kraft meines Amuletts bringt euch in Sicherheit. Ich weiß, ihr könnt ihr nicht vergeben. Aber bitte, hasst meine Mutter nicht. Hasst bitte unser Königreich nicht. Es tut mir leid. Doch nun geht, rasch, beeilt euch. Und der epische Augenblick, hey. Alles wird zerstört, wir sehen das da oben. Blitze. Schala sagt, Krono hat gesprochen, wie jetzt? Wo ist er hin? Lavas. Oh mein Gott, die ganze Welt der Magier wird zerstört. Epische Momente, aber eventuell auch viel Leid bricht über uns herab. Und auch da war ich. Wir erinnern uns an dieses Gebiet. Erinnerten uns. Denn es wird nicht länger existieren. Die ganze Welt wird untergehen. Niemand kann sich retten. Die Insel zerbricht. Sie haben die Macht des Lavas unterschätzt. Niemand kann sie beherrschen. Die Erdgebundenen schauen zu, müssen mit ansehen, was passiert. Oh, ein Tsunami! Oh! Jetzt aber schnell weg, hey. All! Die ganze Welt geht unter. Gibt es Überlebende? Krono. Krono. Moment, Krono.
Chrono! Chrono! Was zum... Oh, ihr seid auf. Wo bin ich? Ihr wart im Fieberträumen. Chrono! Wo ist Chrono? Wir haben nur euch gefunden. Es war also kein Traum? Wo sind wir? Im Dorf der Erdgebundenen? Diese Insel war nach der Zerstörung des Seepalastes die einzige Zuflucht. Deprimierend. Ein Zeitalter ist friedlich und auch die Zukunft ist düster. Melchior! Wo ist Melchior? Nach dem Desaster bildete sich ein unheimliches schwarzes Tor. Melchior wollte Janus zurückhalten, wurde jedoch hineingesogen. Ein schwarzes Tor? Ein Tor? Ein Gate? Was ist mit Charla? Ich weiß es nicht. Niemand hat sie seither gesehen. Epoch, was ist mit unserem Schiff? Euer Schiff ist stabil und intakt. Es ist, als ob es euch hinterhergeflogen wäre. Chrono! Chrono! Jetzt hör auf. Wenn Epoch okay ist, dann ist es Chrono auch. Das fühle ich. Verstehst du? Bitte. Oh, dieses muss das eure sein. Nehmt es. Mein Amulett, das Chrono für mich getragen hat. Junge Dame, es lag auf deinen Schulter, als würde es dich beschützen wollen. Chrono! Nehmt euch Zeit mit dem Ausruhen, ihr findet mich in der Gemeinde wieder. Chrono ist weg. Margus ist ebenfalls weg. Und nur ich, beziehungsweise alle anderen, sind scheinbar auf der erdgebundenen Seite wieder aufgetaucht. Komm, wir nehmen mal, wir machen mal, das ging ja bisher nicht in Frauenthemen. Speichern. Lavas lässt grüßen, ich glaube es ja nicht. Toll. Chrono ist weg. Da ist die Zeitmaschine. Und Dörfer von den Erdengebundenen. Ein paar Erleuchtete haben überlebt, aber zwischen Erleuchteten und Erdgebundenen gibt es keinen Unterschied mehr. Niemand ist mehr im Himmel, weil die Himmelinsel zerfallen ist, versteht ihr? Ihr müsst mir zuhören, nicht um mich herumlaufen, das irritiert meine Gedanken. Ist ja gut, Mensch. Ein Mondstein wird zum Sollstein, wenn er für Jahrtausende der Sonne ausgesetzt wird. Das Königreich des Alphas hatte einen. Es braucht sehr alte Steine, um ordentlich Energie zu erzeugen. Ich muss mal schauen. Da ist ja Quappo. Schaut auf das vorbei. Das Angebot wechselt von Zeit zu Zeit. Einkaufen? Ja. Halleluja, hey, ich brauche unbedingt was. Hey, boah, 65.000. Hau volles Rohr rein. Und auch Tonic voll sind schon sehr, sehr beliebt, aber die sind noch teuer, hey. Ja, hiervon auf jeden Fall welche. So oft kommen wir an Speicherpunkten nochmal nicht vorbei, deswegen bringen die nicht so viel. 18 reichen da vollkommen, da bin ich auch erstmal gut ausgerüstet. Heilung brauche ich, habe ich auch. Was brauche ich, habe ich voll. Belebungen, kann ich auch nochmal ein paar mitnehmen. 9, na komm, machen wir mal 14 draus. Und hier von den Tonic voll natürlich ein paar mitnehmen. Ich brauche was für Waffen, deswegen nicht so viel. Okay, nehmen wir das mal so. Es reicht. Bis bald. Wie komme ich da hinten hin? Hast du eine Idee? Frog. Ja, nee, ist klar, ne? Das heißt, wenn der verschwindet, kann man später hin.
Das letzte Dorf. Alles andere ist vernichtet worden. Mal speichern. Tja, Kronos weg. Wo er ist, weiß niemand mehr. Wo Margus ist, weiß niemand. Die Gemeinde. Wie soll ich ohne Energie, Magie, überleben? Du brauchst die Magie zum Überleben nicht. Außerdem bist du alleine. Also, ihr habt absolut recht. Wir leben und es wird immer Hoffnung geben. Wir sind von einer gefährlichen Macht zu abhängig geworden. Es war falsch von uns. Alles und jeder ist in der Tiefe versunken. Ja, stimmt, der Seepalast ist natürlich auch explodiert. Klar. Nicht nur die Insel, auch der Seepalast. Praktisch alles, was für die Magie stand, ist kaputt. Zerstört. Ruiniert. Alles vernichtet. Die Wolkendunst ist fort und der Sturm hat nachgelassen. Ob der lange Winter endlich vorbei ist? Ich hoffe doch, bitte, lass es vorbei sein. Lass mich schlafen. Er muss sich in den Schlaf geweint haben. Bitte lasst ihn. Seid ihr ausgeruht? Verbeugt euch und huldigt unserem neuen Herrscher, König Dalthorn. Was zum Rebellion? Sag mal. Jetzt möchte er König werden. Ihr da, was ist? Seid froh, dass ihr noch lebt. Die alte Tante und die nervtötenden Gurus sind weg. Ab sofort ist dies das Dalthornreich. Ja, also da habe ich noch ein Wort mitzureden. Ihr lebt. Das Schiff da draußen muss eures sein. Balthasar sah genauso aus. Ich habe beschlossen, dass ihr dieses nette Spielzeug nicht verdient. Ab sofort ist es meine Edelkutsche. Das kannst du nicht tun. Ihr müsst mit mir kommen. Ihr könntet sonst rebellieren oder sowas in der Art. Und nun nehmt als Zeichen meiner Wertschätzung dies. Was? Mal hat ein Schwert. Woher das denn? Ich laufe rot an, guckt ins Bild. Wie wär's damit? Genießt eine kleine Prise meiner wahren Macht. Hier überschlägt sich ja förmlich alles. Wo bin ich jetzt schon wieder? Wo sind wir? Helbe! Waffen, alles weg? Unsere Objekte auch. Sogar das Geld. Deprimierend. Ayla kämpfen, alles zurückholen. Böser Mann vernichten. Böser Mann böse. Logischerweise. So. Der neue König, Dalthorn also. Alter! Der hat mir alles ge... Ah! Ich raste! Ich guckte mal... Ich kann nicht reden, Mann! Guck doch mal! Alter, wie... Boah! Ich hatte mir doch eben noch Tränke und sowas gekauft und dachte so, ja, ich spare was für die Waffen. Pustekuchen, guckt euch mein Gold an, null Gold. Ich habe keinen einzigen Cent mehr, ich bin arme Kirschen. Ja, ich war schon dreimal drüber. Arme Kirschenmaus, ey. Toll, hätte ich mir ja alle Tonics der Welt kaufen können. Da hätte ich mich ja auffüllen können und am Ende ich könnte, boah. Weh, ich finde die nicht wieder, ey. Ihr könnt mich mal sowas von. Wenn ich die im nächsten Part nicht wiederfinde, ey, dann gibt's aber hier keinen
Abend mehr. Dann wird Dalton ausgelöscht für diese Gräueltat. Ist mir eher egal, was er vorher gemacht hat. Aber wenn mir jemand das Geld klaut, meine 50.000, die ich noch hatte, um hier Waffen zu kaufen, dann ist aber Sense. Dann wird hier nicht mehr gescherzt. Ja gut, das reicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaut wieder rein. Seid wieder dabei bei Chrono Trigger. Oh Mann, oh Mann. Und ciao.